Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bevor wir jetzt loslegen, nur kurz ein paar Randinformationen. Es gibt in nächster Zeit doch etwas mehr zu sehen. Ich habe zurzeit einfach Glück und ich kriege günstige Angebote, die ich einfach nebenbei bezahlen kann, ohne dass es irgendwelchen Einfluss auf meine Raten hätte. Dementsprechend gibt es jetzt diese Folge Neuzugänge, dann noch eine Folge Neuzugänge, dann gibt es ein Mega-Opening, bestehend only aus Legendary Collection Kyber-Karten. Ich habe schon, ich glaube, so einen Stapel oder so. Und da kommen noch zwei Sendungen. Dann kriege ich noch von jemandem, der mir zwei leere Boxen schickt, eine Spende. Und dann kriege ich noch zwei Sammlungen. Davon ist eine von Creepfan, der verkauft mir den ganzen Mist, den er nicht mehr braucht. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob es da wirklich Mega-Opening zu gibt, weil ich weiß noch nicht, was da an Holos dabei ist. Ich weiß zwar die Menge, aber es, bei Creepfan sind es zumindest nur Super-Rares und so. Mal gucken, ob sich das dann lohnt. Gut, aber bevor ich jetzt weiter labere, ich rede ja schon eine Minute. Heute haben wir, wie es im Titel schon zu sehen ist, ein ganz besonderes Opening. Und zwar habe ich mit dem lieben Leon von Utopia Yu-Gi-Oh! Getauscht. Und ich habe, also was ich jetzt gegeben habe, ist jetzt nicht wirklich relevant, aber ich habe bekommen fast das komplette Anniversary Set, japanisch. Es fehlt, glaube ich, nur der Blue Eyes und der Red Eyes und ansonsten haben wir hier alles dabei. Und dann wollen wir uns das hier auch mal anschauen direkt. Wir haben hier einmal den Jinzo in Ultra Rare. Auch mit der Unterschrift von Katsuki Takahashi. Richtig nice. Wobei mir der Originale um einiges besser gefällt. Ich hatte den in einer Sammlung mal 6 oder 7 Mal dabei, aber ich habe ihn dann leider total auf Fleck gegeben, bis auf einmal. Das war noch zu der Zeit, wo wir in etwas kleineren Maßstäben gesammelt haben. Könnte ich mir heute den Arsch beißen für. Dann haben wir den herbeigerufenen Totenkopf. Ja, auch kein Vergleich zum Original, würde ich sagen, aber doch relativ besonders. Ich finde Katsuki Takahashi, also ich weiß nicht, bei manchen Karten scheint er wohl auf dem Background zu scheißen. Das ist dann einfach bloß weißer Hintergrund, wobei das jetzt nicht unbedingt schlecht aussieht. Und was bei den Anniversary-Karten auffällt, ist, dass es hier keinen wirklichen Rahmen vom Bild gibt. Der ist einfach so nicht existent. Ne? Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Dann haben wir den Shiba Warrior Taro, wenn er so nicht so heißt oder irgendwie so ähnlich, weiß jetzt nicht. Ich habe es auch auf Englisch ein paar Mal. Und ein paar Mal auf Japanisch. Und das ist halt wirklich das einzige Set, wo es mir egal ist, ob die Japanisch oder Englisch sind. Normalerweise würde ich die Japanischen jetzt nicht nehmen, weil es die auch im TCG gibt. Aber bei denen ist es mir egal. Ich weiß nicht, warum es so ist. Frag mich nicht, hat keinen bestimmten Grund. Aber bei denen ist es mir pups egal. Ich sammle beides. Also ich habe ein paar Japanisch, ein paar Englisch und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Shiba Warrior Taro. Ist jetzt nicht unbedingt die krasseste Karte aus dem Set. Ist aber, soweit ich weiß, kein von Katsuki Takahashi gemachter Reprint, beziehungsweise kein alternatives Artwork, sondern das ist halt tatsächlich eine komplett neue Karte damals gewesen, die es vorher nicht gab. Wenn ich mich nicht täusche, die Aussage ist jetzt ohne Gewehr. Dann haben wir hier einen keltischen Wächter, von denen habe ich, glaube ich, am meisten aus dem Anniversary Pack, ich glaube 6 oder 7 Stück. Richtig nice, ist auch einer der günstigsten. Dann haben wir den Buster Blader. Das ist natürlich richtig geil. Der sieht fast noch besser aus als das Original, muss ich sagen. Also diese Pose ist einfach übertrieben fett. Richtig nice. Props an Katsuki. Dann, genau, das hier ist jetzt was Besonderes. Das ist das Dark Magician Girl. Und die gibt's nur auf Japanisch. Die ist nicht im TCG rausgekommen. In Japan hat das Set 9 Karten, bei uns 8. Und zwar aus Zensurgründen. Konami wollte dieses Artwork aus mir und nicht bekannten Gründen nicht zensieren lassen. Dementsprechend ist diese Karte hier nicht erschienen. Weil sie halt mal wieder zu viel Haut gezeigt hat. Also die hier ist wirklich exklusiv für Japan und ist jetzt nicht die teuerste aus dem Set. Kostet natürlich schon ein bisschen was, aber im Verhältnis zu dem Blue Eyes oder zu dem Red Eyes, der hier 20 Euro geht und so weiter, ist sie halt noch günstig. Aber sie ist für mich die besonderste Karte und die, an die man halt auch am schwersten rankommt aus dem Set. Und zu guter Letzt, die ist noch günstiger, genau, die geht fast gar nichts, ich glaube, das sind ein paar Cent. Das ist, die gibt es bei uns nur als Kamen und ich kann ihren Namen nicht aussprechen, jetzt so einen ganz doofen Namen. Sieht aber unglaublich cool aus. Von der habe ich, glaube ich, erst 3 Stück oder so, 2 Japanisch, 1 Englisch. Richtig nice. Ja, das war der kleine Trade mit dem lieben Leon. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bin echt zufrieden. Freut mich, dass wir die hier haben. Und ja, von denen haben wir auch erst 3 Stück jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.